herzlich willkommen. Hier ist wieder der Silberbenson. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer Runde League of Legends Fight Club. Diesmal wieder eine Normalrunde, Folge 3 aus den Normalrunden. Das heißt, hier ist kein Ranked oder keine besondere Geschichte. Und hier geht es um die Bot Action. Ich habe die ersten paar Minuten rausgeschnitten. Das mache ich ja standardmäßig. Und hier geht schon los. Gut, was gibt es zu diesem Game zu sagen? Es steht schon in im Titel, dass wir eher dieses Mal das Late Game machen. Also am Anfang hat es nicht so gut ausgesehen. Ich spiele übrigens mit einer mittlerweile guten Freundin von mir, mit der Jill auf der Botlane. Jill spielt Sona, ich spiele Jinx. Mein Sohn Paul ist auch wieder dabei, der spielt auf Top Camille. Dann ist noch ein Freund von oder auch eine Freundin, das weiß ich jetzt gar nicht, aber nicht im Test, von Jill dabei in der als Jungler, und zwar mit Hecarim. E4L ist das, und dann haben wir noch in der Mitte einen Katus gehabt. Als Gegner hatten wir eben auf Bot relativ schwierig am Anfang, Zix und Morgana. Also Zix als APC quasi in dem Sinn. Und ihr alle kennt Zix, er hat eine wirklich sehr gute Reichweite. Ist nicht so einfach, Morgana, wenn die gut trifft mit ihren Stunts, dann ist das auch nicht so witzig. Paul hatte am Top als Gegner eine Riven, der hat sich auch ein bisschen schwer getan, aber im Endeffekt dann doch solide gespielt. Der gegnerische Jungler war ein Katzix und in der Gegner hatte unser Katus einen Ryze als Gegner. Wie gesagt, das Ganze geht dann bei uns eher so erst ab den Late Night geht es so richtig los. Ich habe, wie ihr jetzt auch schon bemerkt habt, hier wieder auf eineinhalbfache Geschwindigkeit gestellt. Ich glaube, da sieht man trotzdem alles ganz genau. Also da versäumt man auch jetzt deshalb nichts. Wie waren die Endresultate? Also ich hatte mit Jinx am Schluss 11-7-9, also für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu oft gestorben. Waren aber auch gute Ganks dabei. Entschuldigung, bin ein bisschen verkühlt. Meine Supporterin hat sehr solide gespielt mit 2-1-9. Also wirklich sehr, sehr brav. Die Supports könnten natürlich ein bisschen besser sein, aber sie war sehr, sehr brav bei mir auf der Botline. Also ist nicht viel herumgekommen auf der Lane. War wirklich immer bei mir. Und ich habe halt auch nur 11 Kills geschafft. Also das ist natürlich für eine Jinx vielleicht jetzt auch nicht so viel. Und also wie gesagt, ich bin auch zu oft gestorben, aber dafür hat meine Supporterin umso besser gemacht. Paul auf Top hatte mit Camille 3-4-7, also wirklich sehr solide, hat nicht gefeedet, könnte natürlich immer noch besser sein, aber es hat gereicht. Wir hatten einen sehr, sehr guten Jungle meiner Meinung nach, mit 8-0-2, also kein einziges Mal gestorben, 8 Kills. Gut, er könnte natürlich auch ein bisschen mehr Support als Jungle haben, aber wir haben das Game gewonnen, ganz solide, und da will ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Katus in der Mitte war auch mit 8-5-7 eigentlich relativ stark, also ich habe eigentlich am meisten gefeedet, kann man in dem Sinn sagen. Habe aber trotz alledem und auch trotzdem, dass es Late Game war, mit 169 den besten Farm von allen. Wobei 169, das Game hat glaube ich fast eine halbe Stunde gedauert, also nicht wirklich berühmt ist, das weiß ich auch, aber es ist okay, es hat gereicht, keiner hatte mehr wie ich. Die gegnerischen Spieler waren eben wie gesagt Zix mit Morgana. Zix hatte am Schluss 8-6-3, also das war zwar zwar die Kills nicht so schlecht, er ist um einmal weniger gestorben, aber ja, hat ihm nicht gereicht, er hatte auch ca. 20-25 weniger Farm wie ich. Eine Morgana mit 0-6-8, also die hat eher gefeedet, hat keine Kills gemacht, hat keine zusammengebracht. Supports könnten auch für einen Supporter einfach besser sein. Da versucht jetzt Zix schon das zweite Mal mich mit seiner Ulti zu killen, aber jetzt erwischt er mich halt. Ja. Aber dafür rächt sich gleich Sona. Hier eine kurze Mittel-Action, Katix muss da davonlaufen. Ja, und Paul of Top hat wirklich sehr, sehr brav gespielt, hat nicht viel zugelassen bei Riven. Die hatte 0-1-2, also
ein eher schlechtes Ergebnis für eine Riven. Der gegnerische Jungler KZX mit 8, 12, 4, 8 Kills sind zwar ganz ordentlich, aber die Supports extrem wenig. Gut, unser Jungler hatte nur 2, er hatte wenigstens 4, aber dafür hat der KZX extrem gefeedert, nämlich mit 12. Das ist einfach viel zu viel. Und mit Ryze war auch ganz, ganz schwach mit 1,71. Das ist eigentlich gar nicht erwähnenswert, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also einen Kill, einen Support und 7-mal sterben. Ich glaube, das war nicht ganz sein Tag, möchte ich mal sagen. Ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sagen. Ihr werdet dann sehen, am Ende gehe ich dann ein bisschen besser ab. Also es dauert bei mir auch relativ lang, bis ich meinen ersten Kill habe. Und ich muss sagen, ich freue mich schon auf die nächsten Games mit Chill als Support. Also die hat das wirklich sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr, sehr brav gemacht. Sie spielt allerdings auch relativ viel WoW, also mal schauen, wann sie wieder Zeit hat. Ich möchte mit ihr auf jeden Fall Ranked spielen. Wir sind beide Bros-Spieler, glaube ich, haben sich aber beide Silber verdient. Bei beiden haben wir halt immer das Problem, dass, wie soll ich sagen, wir halt immer ein bisschen ein Pech haben. Wenn ich jetzt ADC spiele, habe ich entweder einen ganz schlechten Supporter, wenn es jetzt dann halt auch bei mir nicht gleich läuft und die Botlane geht dann verloren, das ist immer schlecht. Spiele ich Support im Ranked, habe ich meistens einen EDC, der nichts kann. Dieselben Probleme hat halt Jill auch, muss man jetzt hier so mal sagen. Und da haben sie mich zu dritt gegankt, also der Gank ist gekommen vom KZX, das war ein bisschen doof von mir. Ja, was soll's, ist alles halb so wild. Also ich freue mich schon auf die nächsten Runden. Ich habe mit Jill jetzt noch, glaube ich, noch ein Porokönig-Runde gemacht, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich jetzt nicht aufgezeichnet. Oder haben wir das sogar verloren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das lässt mich ein bisschen hoffen. Wir haben uns auch ausgemacht, dass wir ein bisschen Ranked spielen werden. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja mal raus aus der Brushölle. So, da. Endlich mal einen Kill für den Papa, also für mich. Ist auch schon Zeit geworden. Schauen wir da mal. Da habe ich auch schon den ersten Turm zerstört. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Was vielleicht noch zum dazu sagen ist, also als ADC mit Jinx nehme ich mir immer am Anfang ein Speed-Item, später dann auch Blutdürster. Es gibt viele ADCs, die zuerst nur auf Damage gehen, also Klinge der Unendlichkeit. Ja, es kommt halt immer darauf an, läuft es am Anfang an, da werden wir wieder gegankt von KZX. Aber diesmal kann ich ihn erledigen, allerdings habe ich zu viel Damage abbekommen. Wenn es von Anfang an wirklich gut läuft und du vielleicht gleich ein, zwei Kills machst auf der Botlane und auch einen relativ guten Farm hat, kann ich mir schon vorstellen, dass ich, habe ich mir auch schon das öfters mal nur Klinge der Unendlichkeit am Anfang gekauft. Ich allerdings bin mittlerweile schon drauf gekommen, also dass Speed extrem wichtig ist, vor allem für den Farm. Und ich finde auch den Lifesteal von Blutdürster extrem wichtig. Gut, Möglichkeit wäre auch, hier ein Misch-Item zu nehmen, Klinge des gestürzten Königs. Das wäre natürlich auch eine Sache, die man sich überlegen könnte. Die nehme ich dann aber allerdings eher, wenn ich mit Xin unterwegs bin. Also mit ADCs nehme ich die jetzt nicht unbedingt. Mit ADCs eben, wie gesagt, reine Speed-Items. Und Blutdüster. Was halt auch so eine Sache ist mit meinen ADCs, ich kaufe auch natürlich keine Rüstung. Also wenn du mal mit einem ADC Rüstung kaufen musst, weil du einfach sonst zu viel Damage kriegst, dann ist eigentlich das Game, könnte man schon fast sagen, verloren. Denn du kannst es dir einfach nicht leisten, mit einem ADC wirklich jetzt viel Rüstung zum Kaufen.
Da ist Morgana anscheinend spazieren gegangen und jetzt hat mir Chill quasi den Kill weggenommen, aber das ist halb so wild. Im Prinzip macht mir das jetzt auch nicht so viel aus, also gibt es manchmal Spieler, die regen sich extrem auf, auch wenn du jetzt einen Minion von ADC killst und so. Natürlich auch ich versuche immer zu sagen, bitte lass mir die Minions, die sind für mich extrem wichtig. Aber wenn halt das jetzt mal passiert oder auch ein Kill der Supporter macht, na um Gottes Willen, dann macht er halt einen Kill. Wichtig ist halt immer, dass das Endergebnis zählt. Also dass du am Schluss einfach den Sieg hast. Wer am Ende dann wie viele Kills macht, sollte eigentlich wirklich jeden einfach völlig egal sein. Das ist einfach meine Meinung. Es stimmt natürlich, besser ist es, wenn man es vielleicht den ADC überlässt, die Kills. Denn dann kann man das Spiel wirklich gut carryen. Wenn du natürlich mit dem ADC bei, weiß ich nicht, Minute 20 einen Kill erst hast und vielleicht auch unter Druck warst und Turm verloren hast und keinen Farm, dann wird es halt ganz schwer, weil der gegnerische ADC hat dann sicher die Kills und der hat dann sicher einen besseren Farm und kann dann auch richtig fett Druck machen, auch auf die Tanks, also wenn du die richtigen Items hast, machst du auch Tanks platt. Und hier hat auch Katix gegen mich keine Chance gehabt. Gut, Chill hat ein bisschen auf mich aufgepasst und schon wieder Ulti von Morgana, Ulti von Six auf mir drauf. Da bist du natürlich gleich platt. Ja, es nutzt einfach nichts. Da entkommt Heka. Der hat wirklich ja mit null mal absterben, also null sterben, ein wirklich gutes Game. Und wir schmeißen uns schon wieder auf die Lane. So. Mittlerweile möchte ich mich bei allen, die sich hier die Videos anschauen, auch wirklich bedanken. Also ich bin jetzt, mit diesem Channel sind wir schon ganz schön zufrieden. Vielleicht, wenn ihr euch mal traut, ihr könnt auch ein bisschen da hole ich mir Katzix oder Hikarim holt ihn sich, wir haben schön den Weg versperrt. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, ein paar Comments reinschreiben, also ein paar Kommentare, macht überhaupt nichts. Vielleicht schaut sich der eine oder andere auch die Retro-Sachen an, die wir hier auf unserem Channel haben. Ihr wisst ja, ich bin hier auch zuständig für die Retro-Geschichten, also Atari 2600, Wings Remastered Version. Wir werden jetzt, wie gesagt, es werden dann auch noch andere Konsolen gemacht. Gut, da habe ich noch, hui, Doppeltötung, das war ganz schön knapp, mein lieber Schwan. Da hätte ich jetzt auch, aber schaut mal, mit dem richtigen Lifesteal, da geht das wie eine 1 dahin. Da bist du gleich wieder fast full live. Beziehungsweise hole ich mir jetzt gleich mein Full Life wieder. Und da habe ich auch schon einen richtig guten Zahn drauf. Puh. So. Und da ganz knapp vor einen nächsten Double Kill. Morgan ist damit ganz, ganz wenig Life davon gekommen. Vor allem vielleicht, wenn ich die schneller gekillt hätte, hätte ich mir vielleicht sogar noch Ziggs holen können. Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall Morgana hatte hier extrem viel Luck. Also das muss ich schon sagen. Da sieht man jetzt ein bisschen Paul mit seiner Camille herumlaufen. Also diese auch ein sehr, sehr witziger Champ. Und aber die kann er eigentlich gar nicht. Also die kann er wirklich relativ gut spielen. Macht er relativ guten Schaden. Kann man sich echt nicht beschweren. So, und da komme ich schon wieder. Gut auf dem Weg, dorthin bleibe ich mal kurz hier bei Paul. Meine Chill geht mal kurz zurück. Jetzt kommt gleich nochmal eine richtige Action. Da hat sich Paul dann auch ein bisschen im TS beschwert. Ich habe hier dann, werdet ihr gleich sehen, ein Flash eingesetzt, um noch einen Kill zu machen. Hier machen wir einen ersten, da mache ich den zweiten. Morgana will weg, ich flashe nach. Eigentlich hätte sie Paul auch killen können, aber da war ich jetzt ein bisschen zu gierig und habe mir gedacht, diesen Triple Kill, den hole ich mir noch.
Jetzt ist das Game auch gleich vorbei. Wir starten jetzt auch wieder mit Normalgeschwindigkeit. Und wie gesagt, schreibt ein paar Kommentare, ist überhaupt kein Thema. Vor allem, wenn ihr auch auf die Retro-Sachen steht, schreibt mal vielleicht, wisst ihr ein Spiel, was euch unbedingt interessieren würde, oder auch gerne ein System, wo ihr gerne was drüber sehen würdet. Ist überhaupt kein Ding. Ich freue mich über jeden, der einen Kommentar dazu schreibt. Und natürlich noch mehr freue ich mich, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr einen Gefällt mir-Button vielleicht draufklickt und uns ein bisschen weiterhilft. Und in diesem Sinne sage ich mal, wir sehen uns bei den nächsten Fight Club Videos oder Retro Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich mache das ja alles für euch. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute, euer Silverbenzen.